Liebe Freunde, Shalom. Hier in Deutschland hören wir sehr oft den Spruch Ordnung muss sein. Dennoch in unserem Wochenabschnitt Parashat Vayetze lernen wir die Grenze von diesem Konzept und dass nicht immer Ordnung muss sein. Diese Woche lernen wir die Geschichte von Jakob, unserem Vater. Jakob zog aus Beersheba nach Haran aus. Und er hat eine besondere Mission. Er soll eine neue Familie gründen. Und sicherlich, das ist nicht einfach für ihn. Er fährt nach einem fremden Land, nach einem Exil. Und er hat Angst und viel Stress. Und unterwegs, Hashem hat gefühlt und gehört seine Stress und Hashem wollte einen Segen zu Jakob sagen. Was Hashem sagt, Ufaratzta yama vakedma vetzafona vanegba. Und du wirst dich ausbreiten nach Westen, Osten, Norden und Süden. Was ist die Bedeutung von diesem Segen? Hashem sagt zu Jakob, meine liebe Jakob, keine Sorgen. Du wirst eine schöne und große Familie gründen in alle Richtungen. Aber jetzt kommt eine interessante Frage. Was ist die Ordnung von diesem Pasuk? Der Pasuk sagt erstmal Westen, danach Osten, danach Norden und am Ende Süden. Wo ist die Logik? Normalerweise, es gibt zwei Möglichkeiten. Westen, Norden, Osten, Süden. Oder Westen, Süden, Osten, Norden. Aber warum Westen, danach Osten? Wo ist die Logik hier? Aber hier, Hashem hat eine sehr wichtige Botschaft für Jakob und für alle von uns auch. Manchmal auch Ordnung muss nicht sein. Aber wann? Wann Ordnung ist etwas sehr wichtig in unserem Leben? Wann brauche ich Ordnung und wann brauche ich nicht? Die Antwort für diese Frage steht in der Kontext von dieser Parasha. Wo ist jetzt Jakob? Jakob, noch einmal, ist unterwegs. Er geht noch nach einer neuen Situation, nach einem fremden Land, nach einem Exil, nach einer Finsternis. Er hat keine Referenz, keinen Bezugspunkt. Er ist verloren. Und Hashem sagt zu Jakob, meine liebe Jakob, keine Sorge, keine Panik. Du sollst nicht warten, dass du finde eine Struktur, eine Ordnung, um zu etwas gut machen. Du bist jetzt in einer Finsternis. Du weißt nicht, wo bist du. Aber einfach alle Gelegenheit, das kannst du etwas gut machen, mach sofort. Und wartest du nicht die Ordnung, die gute Situation, die gute Zeit, weil jetzt bist du in Finsternis. Jetzt gehst du nach Laban, deine Onkel, nach diese Haran. Haran, wir wissen, war ein sehr negativer Ort. Und das ist die Botschaft von Jakob und dieser Parasha. Dass auch für uns, jetzt sind wir noch in Exil, noch in eine große Finsternis vor der Zeit von Mashiach. Und manchmal sagen wir, ich habe keine Struktur, ich bin nicht jemand religiös, nicht jemand orthodox. Torah für mich, das ist nicht für mich, ich bin nicht in dieser Struktur. Und sehen wir auch wir sind nicht sowieso in Israel, wir sind nicht in einem religiösen Land. So, warum, von wo kann ich anfangen? Das ist die Botschaft von Parashat Vayetze, von der Geschichte von Jakob. Hashem sagt zu Jakob, wenn bist du in der Finsternis, du sollst nicht warten, die gute Zeit, die gute Gelegenheit. Einfach, wenn kannst du etwas gut machen, mach sofort. Und nur so, du wirst Erfolg erreichen in eine gute Weg. So, also, ja klar, Ordnung muss sein, aber nicht immer.
Shabbat Shalom.